bin ich nach Südfrankreich gegangen und dort Examen gemacht. Und bin dann 34 zurück nach Berlin, weil ich mir überhaupt nicht bewusst war, was da passiert war und wie die Dinge sich verändert und verschärft hatten. Ich bin zurückgegangen, weil ich fand, das sei ganz natürlich und selbstverständlich. Meine Absicht war, Journalist zu werden. Und das wurde ich dann auch für eine kurze Zeit, freier Mitarbeiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wahrscheinlich bin ich heute der älteste, der mit Abstand älteste Mitarbeiter dieser wunderbaren Zeitung. Persönlich habe ich von Antisemitismus nie einen Tag, nie eine Stunde was gespürt. Aber die Redaktion der FAZ, der Frankfurter Zeitung, wie sie damals hieß, Frankfurter Zeitung, ließ mich wissen, dass man meine Artikel weiter drucken würde, aber man bat mich, sie unter nur den Initialen meines Namens, HB, erscheinen zu lassen. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich war plötzlich von Heinz Bergfeld zu HB degradiert worden, sozusagen. Das fand ich nicht schön. Dann gehe ich weg. Und das tat ich. Nach Amerika bin ich gegangen, als ich das entsprechende Visum bekam. Das Visum bekam ich deshalb, weil ich ein Stipendium der Universität von Berkeley erhalten hatte. Das war alles 1936. Und dann habe ich erst an der Universität die Studien weitergeführt, was man drüben nennt Postgraduierung. Dann für eine kurze Zeit an der Tageszeitung von San Francisco, die hieß und heißt heute immer noch San Francisco Chronicle, gearbeitet und von dort rüber gewechselt zum Museum. Zur gleichen Zeit veranstaltete die Stadt eine Weltausstellung. Und zu dieser Weltausstellung war der große mexikanische Freskenmaler Diego Rivera eingeladen. Und der brauchte jemand, der sich um ihn kümmerte. Eine Art Mädchen für alles wurde ich für ihn. Ich fuhr ihn rum, ich besorgte ihm, was er brauchte. Und dann kam seine Frau nach San Francisco, um sich operieren zu lassen. Und dieser Frau stellte er mich vor. Und für mich hatte diese junge Frau etwas Faszinierendes als Mensch. Der Mythos Frida Kahlo kam Jahre später in meiner Beschäftigung mit Kunst, war es für mich ungeheuer anregend, mit dieser großartigen Person einen Kontakt zu haben. Und man kann auch sagen, ich hatte ein wunderbares, erotisches Verhältnis, das ist gar keine Frage. Aber das alles kam zu einem Abschluss, denn sie hatte das Bedürfnis, zu ihrem Mann zurückzukehren, kurz bevor der Krieg ausbrach. Ich wurde sehr früh im Krieg in die amerikanische Armee eingezogen.